Ja, servus ihr Lieben und willkommen zu diesem Modell-Review. Wenn ihr wissen wollt, was ich heute für ein Modell für euch habe, bleibt einfach dran. Wir sehen uns nach dem Intro gleich wieder. Ja, heute geht es um eine Modellneuheit in diesem Video. Ist zur Bauma erschienen. Ja, ihr habt es vielleicht im Thumbnail schon gesehen, um welches Modell es sich da handelt. Ja, ich habe mir ein Konrad-Modell gekauft. Ich habe eigentlich Konrad abgeschworen schon längst, weil ihr wisst ja, ne, wegen diesen Modellen da hinten. Ja, heute geht es eben, wie gesagt, um dieses Modell. Vorweg, es tut mir leid, dass ich immer so wenig Videos mache. Ne, aktuell. Das liegt einmal daran, dass ich keine Zeit habe. Ich habe auch noch meine Arbeit. Ne? Und ja, deswegen. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für euch und deswegen wird es etwas mehr Videos geben. Es tut mir auch leid, dass ich sehr, sehr wenig Modell-Reviews mache in der letzten Zeit. Das liegt aber auch daran, dass es finanziell ein bisschen schwierig ist. A, ich habe ein neues Auto. B, ich habe einen 50 Quadratmeter großen Hobbyraum mir genommen. Plus 30 Quadratmeter Büroraum, der noch dazu gehört. Dazu kann ich sagen vorweg, es wird keine Videos aus diesem Modellbaukeller geben. Ganz einfach, weil dieser 50 Quadratmeter große Modellbaukeller, den ich jetzt habe noch, der ist rein für meine Spur-Null-Anlage gedacht und die will ich etwas vergrößern. Und das Genre Modellbahn möchte ich hier auf diesem Kanal nicht haben. Das habe ich ja auch von vornherein schon gesagt, das wisst ihr. Ich mache hier auf dem Kanal geht es hauptsächlich um 1:50 Baumaschinenmodell-Reviews, LKWs und so weiter. Dioramenbau, sowas habe ich hier auf dem Kanal und seit neuestem eben den Podcast, ne? So ein bisschen und deswegen werde ich da keine Videos machen von. Ja, heute geht es um, wie gesagt, den 49 Demolition. Ich hätte mir eher gewünscht, dass Konrad den 1.69 Demolition einstellt und endlich mal einen 89 Demolition rausbringt. Nein, was bringen sie raus? Sie bringen eine kleinere Longfront raus. Ist eigentlich schade, aber da zwingt sich natürlich der Vergleich auch schon zum 69 Demolition auf. Und ich habe auch zum Vergleich den Cut 352 mit runtergenommen, die Cut Long Front von Decased Masters, die völlig überteuert ist. Ihr wisst es ja, ihr habt die ja beide schon im Review gesehen. Ja, ich baue die Kamera eben um und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie gesagt, zum Vergleich habe ich hier einmal den Cut 352 mitgenommen und den 69 Demolition in Zöchlinger Ausführung. Ich habe 6 oder 7 Ausführungen vom 69 Demolition und die Liebherr gelbe 69 Demolition Long Front, die war jetzt nicht in greifbarer Nähe, deswegen habe ich den 69 Demolition noch zum Vergleich mitgenommen. Der hat im Übrigen den Sortiergreifer vom Christensen dran in gelb lackiert. Passt irgendwie besser zum 69 Demolition, finde ich, in gelb, ne? Ja, wie gesagt, es geht um dieses Modell hier, ne? Um den 49 Demolition. Ist eine Baumann-Neuheit gewesen. Wie gesagt, das packe ich mit euch jetzt zusammen aus und das bauen wir auch zusammen. Ja, so schaut der Karton aus. Sieht so ein bisschen nach Cut 69 Demolition aus. Der hatte so einen ähnlichen Karton. Ich müsste mal gucken, ob ich noch einen 69 Demolition Karton hier im Keller habe. Wie gesagt, ist eine Baumann-Neuheit, die ich mit euch zusammen auspacken will. Könnt ihr das überhaupt sehen? Da muss ich das so ein bisschen verstellen. So ist es besser, glaube ich. Wie gesagt, wo habe ich das Modell bestellt? Das kann ich euch auch zeigen. Nämlich da.
also bei modelleovp.de. Ne? Das klebt er jetzt hier noch dran. Ne? Ja. Wie gesagt, habe ich bei modelleovp bestellt. Ist ein sehr schönes Modell. Wie gesagt, dieses Jahr rausgekommen. Ne? Und ja, was sehen wir zuerst, wenn wir es auspacken? Das habt ihr aber auch schon beim 69 Demolition dabei gehabt. Da müsst ihr halt diese Träger zusammenbauen. Ne? Ist auch beim 69 Demolition so gewesen. Nur, dass es hier jetzt 49 Demolition. Die Artikelnummer ist im Übrigen eine Schnapszahl. Da oben ist die Artikelnummer, nämlich die 2222-0. Das heißt, die Startausführung, das heißt im Endeffekt, kommt auch in anderen Ausführungen noch, ne? Also sprich anderen Firmenfarben. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, zum Vergleich die 69 Demolition von Züchtling mitgenommen. Ja, war jetzt einfach am nächsten in der Vitrine, ne? Da können wir dann den Größenvergleich machen. Wie gesagt, das könnt ihr so auspacken hier. Ne? So, und da seht ihr schon das Modell. Ne? Was ist dabei? Ihr habt einmal ein Betonpulverisierer. Ne? Der ist baugleich mit dem 69er. Ne? Und einen grauen Sortiergreifer. Der ist auch baugleich mit dem vom 69 Demolition. Dann habt ihr einmal die Tiefenlöffelausführung, die ist halt etwas kleiner. Und Freunde, seht ihr da was? Das ist Konrad, ne? Das ist Konrad, Freunde. Kann nicht wahr sein, ne? Die haben keine Qualitätskontrolle mehr. Deswegen kaufe ich mir auch keine Konrad-Modelle mehr. Ne? Der ist viel zu kurz. Seht ihr das? Der ist viel zu kurz. Der Zylinder. Das ist Konrad-Qualität. Wie gesagt, das ist der Tiefenlöffel. Der ist auch etwas kleiner wie vom 69 Demolition. Zeige ich euch aber gleich. Ne? Kann nicht wahr sein. Dann holen wir mal das Untergestell raus. So sieht dieses Untergestell halt eben aus. Ne? Dann habt ihr die verschiedenen Teile hier. Ne? Also für den Träger der Longfront-Ausrüstung, die hier ist. Ne? Die ist auch etwas kürzer wie beim 69er. Ne? Müsste man mal probieren, ob man das beim 69er auch dran machen kann. Sieht bestimmt lustig aus. Dann habt ihr hier, ne, wie gesagt, die ganzen Zusatzteile. Ne? Grundgestell für den Tiefenlöffel. Der ist im Übrigen etwas kleiner, auch wie vom 69 Demolition, sehe ich gerade. Ne? Ich kann den mal hier reinstellen etwas. Ja, so. Dann könnt ihr das euch gleich mal im Größenvergleich anschauen. Ne? So, dann bekommt ihr da noch wieder ein Außenspiegel dazu und zwei Kunststoffpinne. Ne? Der eine ist für die Longfront-Ausrüstung und für den Tiefenlöffel und der andere ist halt für den Schnellwechsler. Und so viel sei gesagt, Schnellwechsler ist am Tiefenlöffel nicht dran. Also anscheinend hat Konrad nicht dazu gelernt, wenn sie schon an der Longfront-Ausrüstung einen Schnellwechsler machen. Mit so einem Ping, dann könnten sie doch wenigstens auch am tiefen Löffel, an der tiefen Löffelausrüstung auch einen Schnellwechsler machen. Ne?
Ja, wie gesagt, das sind so die Sachen, die einzelnen. Kartonmäßig sieht er, ja, wie gesagt, genauso aus wie der vom 69 Demolition. Das ist ein Liebherr-Lizenzmodell. Ne? Ganz wichtig, das Lizenzzeichen, das hat man ja bei Liebherr und bei Mercedes. Ne? Und wie gesagt, hier steht dann 49 Demolition Excavator. So, den tun wir beiseite, den Karton. Ja, dann haben wir hier das Grundgerät. Da können wir die Spurbreite vom Gerät verstellen. Ne? Von der Heckpartie, das zeige ich euch gleich alles, ne, im Anschluss. Wenn das fertig montiert ist, alles soweit. Ne? Dann bauen wir jetzt mal die Tiefenlöffelausrüstung hier an. Da nehmen wir uns die Aufbauanleitung zu. Da brauchen wir einmal das Teil. Dann hängt man hier, wie gesagt, die zwei Teile ein. Ist das richtig rum sogar? Oh, was ist das denn? Ach du grüne Neune. Ich habe ja einen Sekundenkleber, habe ich ja da. Das ist ja nicht so das Problem. Ne? Dann machen wir am besten direkt mit Sekundenkleber feste. Dann haben wir das auch vernünftig. Ne? Zack, zack. Dann bauen wir das Teil wieder feste. Das geht ja relativ schnell. Das ist ja nicht so wild. Zack, zack. Kann man das so festkleben wieder. Das jetzt auch nicht immer so zusammenhält, wie es soll. Ne? Ja, immer hauchen dabei, weil Sekundenkleber reagiert halt auf Luftfeuchtigkeit. Aber das macht nichts, da kommt jetzt sowieso ein Zwischenteil dazwischen. Und zwar so eins. Beziehungsweise, wo ist das Teil? Kommt das hier rein? Ja, das kommt da rein. Dann machen wir das ganz einfach. Zack. Wenn die jetzt einfach äppeln. Ah, da, das Teil, das kleine Teil. Mhm. Können wir das auch gleich festkleben etwas. Zack. So. Das andere Teil. Das haben wir hier. So, dann kommt dieses Teil ins Spiel. Das wird hier unten und oben eingehakt.
Teil Nummer 1. Und dann Teil Nummer 2. Na? Zack. Feste. So, das Teil da. Das Teil hier. So. Und dann zum Schluss dieses Teil noch. Und dann ist das fertig. So. Warum hält das jetzt hier nicht? So. So, und schon habt ihr dieses Teil für die Longfront fertig, ne? Kommt dann die Longfront rein. Nämlich so. Ne? Wie gesagt, ihr bekommt dazu dann noch einmal den Spiegel, ne? Und ja, noch die zwei Pinne. Kunststoffpinne. So, dann bauen wir die Longfront einmal mit dem tiefen Löffel zusammen. Ne? Respektive zeige ich euch das Ganze mal auf dem Dio. So, ja, ihr müsst aufpassen, wie gesagt, ihr habt nur jeweils einen Pin, also Ersatz ist jetzt nicht dabei, ne? Dann stelle ich das Ding einmal auf den Dio, dann machen wir hier mal einen kleinen Cut. Ja, ihr Lieben, da habt ihr jetzt mal den Größenvergleich zwischen 69 Demolition und 49 Demolition, also die Tiefenlöffelausrüstung. Was fällt zuerst auf? Also die stehen beide gleich nebeneinander. Ne? Ist halt etwas kleiner. Was fällt auf? Hier fehlt das Achtungszeichen, ne? Wie beim Zöchling hinten. Ne? Das ist aber beim liebhergelbenen 69 Demolition auch nicht der Fall. Ja, kommen wir mal zum Unterwagen vom 49 Demolition. Den zeige ich euch zuerst. Ja, ansonsten, wie gesagt, er ist fast baugleich mit einem 69 Demolition, muss man sagen, bis auf die Heckpartie. Was beim 49 Demolition auffällt, ist hier die Kamera. Die ist nicht sehr, sehr Rückfahrkamera, die ist nicht sehr schön dargestellt. Ne? Wie gesagt, und da könnt ihr auch ein Einschussloch sehen. Ne? Das ist aber Konrad, ne? Wieder mal. Ansonsten, das hier ist ein Aufkleber, ne? Da habt ihr dann auch noch einen Print. Also wie gesagt, es hätte mehr Decals sein können. Andere Hersteller kriegen das ja tatsächlich auch hin. Ne? Warum macht es nicht Konrad? Ne? Den Rückspiegel, der ist unlackiert. Warum auch immer? Kann man den nicht direkt lackieren? Und ne? Ansonsten ist, man kann die Kabine ankippen. Ne? Wie beim 69 Demolition ist es der Fall. Und das Fahrwerk kann man auch noch verstellen. Also das Fahrwerk ist etwas kürzer wie beim 69 Demolition, ist aber
von der Aufmachung her gleich. Da könnt ihr auch sehr schön das Liebherr-Emblem noch sehen, hinten, ne? Wenn man es denn lesen kann. Ne? Ansonsten hier diese Treppen, die sind aus Kunststoff, die Geländer hier oben, die sind aus Metall gefertigt. Und was sehr, sehr schön ist, was aber auch beim 69 Demolition schon sehr schön ist, sind halt eben hier die Hydraulikleitungen. Die sind sehr, sehr schön realistisch dargestellt. Ja, warum kann es Konrad bei den Baggern und zum Beispiel nicht an der Tiefenlöffelausrüstung? Ne? Da fehlen diese Hydraulikleitungen unten eben. Ne? Und da kommen wir aber auch noch gleich mal drauf zu sprechen. Wie gesagt, im Hintergrund der die Longfront-Ausrüstung vom 49. Ne? Ja, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. So, jetzt habe ich mal die Longfront-Ausrüstung vom 69 Demolition abgenommen. Die sind beide gleich, wie ihr das sehen könnt. Ne? Ja, da könnt ihr mal den Größenvergleich vom 69 Demolition und 49 Demolition sehen auch gleich. Ne? Das Raupenfahrwerk ist halt beides gleich, ist aber beim 69 Demolition geringfügig länger. Ne? Wie gesagt, den Heckbereich, der unterscheidet sich natürlich gravierend. Ne? Das ist einfach so. Ne? Und hier meinte ich das mit der Kamera. Ne? Da könnt ihr noch mal sehr schön sehen, die Kamera beim 49 Demolition, die ist halt mit im Guss drin, ne? Und beim 69 Demolition ist sie separat. Ne? Sieht schöner aus. Ne? So von der Aufmachung vom Oberwagen sind halt beide gleich, muss man sagen. Ne? Wie gesagt, nur das Gegengewicht ist halt unterschiedlich. Entschuldigung, Frosch im Hals. Zum Heckgewicht kann man sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Liebherr Vorserie, also nicht von den aktuellen Liebherr Modellen. Da kann ich euch mal ein neueres Liebherr Modell daneben stellen. Ne? Nehmen wir mal den von der Strabag hier. Das ist ja das aktuelle Liebherr Design, das aktuelle Kontergewicht, und das ist halt die Vorserie. Ne? Einfach mal. Ne? Wie gesagt, ansonsten von der anderen Seite aus gesehen, ja, tut sich nicht viel. Ne? Hätte ich jetzt das liebherrfarbene Modell mitnehmen müssen, hier ist das die Aufmachung nämlich genau gleich wie bei ihm. Ne? So schaut das von der Seite aus. Also nicht so ein gravierender Unterschied, ne? Wie zum 69 Demolition. Ne? Ja, machen wir hier nochmal einen Cut und kommen wir zur Longfront-Ausrüstung. So, und hier könnt ihr mal den Größenunterschied vom 49 Demolition zum 69 Demolition sehen. Ne? Ja, der 49 Demolition ist halt sehr, sehr klein. Ich hoffe mal, dass es da noch ein Zwischenstück hier, also, beziehungsweise ein Verlängerungsstück hier zwischen, würde besser aussehen, glaube ich. Ne? Noch. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Da habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, der ist sehr, sehr, sehr klein. Ne? Zum 69 Demolition. Aber man muss eins sagen, und da muss man Konrad wirklich zu gratulieren. Also es ist, die Hydraulikleitungen sind sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Ne? Da lässt sich überhaupt nicht meckern, warum kriegen sie es hier hin und nicht bei anderen Konrad? Warum kriegt Konrad es nicht bei anderen Liebherr-Modellen hin? Ne? Wenn sie hier schon die Hydraulikleitungen so schön hinkriegen. Ne? Wie gesagt, Sortiergreifer sind beide gleich, auch wenn er jetzt hier vom Christensen den Sortiergreifer dran hat, der ist baugleich mit dem 69. Deswegen, also die sind beide gleich groß. Ne?
So von der Aufmachung her gefallen mir beide sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, der 49 ist auch ein schönes Modell. Ich hätte mir allerdings, wie gesagt, eher einen 89 Demolition mal gewünscht als Modell. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Ne? Vielleicht stellt Konrad den 69 Demolition mal ein. Ne? Und da gibt es genug Ausführungen jetzt von, würde ich mal so behaupten. Ne? Da könnten sie eigentlich mal den 69 Demolition einstellen und den 89 Demolition mal rausbringen. Schön mit Teleskop Long Front, so im AWR-Design eben. Ne? Ja, wie gesagt, braucht man nicht viel weiter einzugehen. Ist halt alles gleich wie mit dem 69 Demolition. Ne? Wenn man sich das anguckt, der gute, die 69 Demolition hat etwas mehr, mehr Hydraulikleitung vorne am Frontausleger. Beim 69 Demolition ist das Hinterteil aus Kunststoff und das beziehungsweise das Hinterteil ist hier beim 69 Demolition aus Metall und vorne aus Kunststoff. Hier ist es genau gleich. Wie gesagt, da ist dieser Löffel, dieser Teil und dieser Teil aus Metall und das hier aus Kunststoff gefertigt. Gewichtsersparnis, damit der Ausleger sich nicht nach vorne neigt. Ne? Ja, kommen wir dann noch zum Vergleich 49 Demolition zum Cut 352. Ne? Und dann zeige ich euch diese beiden Modelle dann nochmal mit der Tiefenlöffelausrüstung. So, und da haben wir den Vergleich 952 zum Cut 352 zum Liebherr 49 Demolition. Ja, der Cut ist etwas größer. Ne, aber nicht viel größer. Vom Unterwagen her ist der Liebherr geringfügig länger. Ne? Wie gesagt, da muss man, ja, preistechnisch liegen die beiden über 100 Euro auseinander. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal zum Fazit dazu. Alles in allem muss man zum Cut 49 Demolition sagen, ein sehr schönes Modell wieder, ne? Also ein sehr, sehr schönes Konrad-Modell. Bleibt zu hoffen, dass das Liebherr die Longfront oder die Demolition-Serie weiter ausbaut zum Cut, zum Liebherr 89 Demolition noch. Wäre schön, wenn der als Modell kommt noch. Ne? Aber wie gesagt, ich bin schon froh, dass jetzt eine zweite Liebherr Longfront draußen ist, rausgekommen ist. Ne? Den Kobelco Abbruchbagger, den werde ich mir nicht bestellen, weil den gibt es nur mit dieser Tiefenlöffelausrüstung. Warum man da keine Longfront für produziert hat, keine Ahnung. Muss ich mal schauen, ob ich mir den besorge dann noch. Ne? Wie gesagt, ich habe mir jetzt erstmal diese Neuheit besorgt, weil erstmal muss ich meinen Hobbyraum auch noch weiter renovieren. Das kostet auch nochmal eine ganze Stange Geld, ne? Und so weiter und so fort. Aber da habe ich für euch einen Podcast vorbereitet. Da geht es nicht um den Hobbyraum an sich, über den neuen, den ich jetzt habe, sondern um ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ne? Ja, wie gesagt, kommt noch der Vergleich mit den beiden Tiefenlöffeln und dann sage ich da noch eine Kleinigkeit zu und dann kommt zum Fazit des Ganzen. Jo, und so sieht das Ganze dann aus, wenn die Tiefenlöffelausrüstung bei beiden dran ist. Ne? Wie gesagt, der Cut 69, der Liebherr 69 Demolition ist halt wesentlich mächtiger. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist der 49 Demolition ein sehr, sehr schönes Modell. Ne? Und da kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Warum haben wir so schön detaillierte Longfront-Ausrüstung und warum haben wir hier keinen zusätzlichen Hydraulikkreis und keinen Schnellwechsler? Und das bei beiden, ne? Modellen. Ne? Beim 69 Demolition hat es Konrad nicht gemacht. Warum haben sie es nicht hier gemacht? Ne?
Dazu muss man sagen, beim Cut 352 ist es genau der gleiche Fall. Da ist auch kein Schnellwechsel an der Tiefenlöffelausrüstung mit bei. Motorart kriegt es hin. So viel sei gesagt, ich hätte meine Volvo Longfront von oben noch mitnehmen sollen. Den Volvo EC700, Volvo EC700 Longfront, die hat am tiefen Löffel einen funktionellen Schnellwechsler. Genau wie an der Longfront-Ausrüstung. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Also wie gesagt, der 49 Demolition ist ein sehr, sehr schönes Modell. Genau wie der 69 Demolition, als er rauskam. Einziger Kritikpunkt, wie gesagt, ist hier der fehlende Schnellwechsler am tiefen Löffel. Den hätte man eigentlich mit dazu machen können. Ne? Mein Konrad hat es beim 69 Demolition verpennt. Warum haben sie es jetzt nicht beim 49 Demolition gemacht? Wie gesagt, tatsächlich, da muss man Motorart mal gratulieren, denn die Volvo Longfront, die hat an der Tiefenlöffelausrüstung einen Schnellwechsler, tatsächlich. Kommen wir zum Preis. Der liegt bei knapp über 200 Euro. Ein sehr, sehr fairer Preis, muss man dazu sagen, also für das gebotene Modell. Zum Cut 352 brauche ich nicht viel zu sagen. Ein überteuertes Schrottmodell ist da mein Fazit beim Cut 352. Kostet über 300 Euro. Ist kein schönes Modell. Ist von der Qualität her eine Katastrophe eigentlich. Wenn das Modell günstiger wie der 49 Demolition wäre, wäre es gerechtfertigt. Ja, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ne, wie gesagt, noch ist er relativ günstig zu haben. Liegt bei über, so, ich habe Modell OVP knapp 205 Euro mit Versand bezahlt. Das geht vollkommen in Ordnung. Ne? Der Cut 69 Demolition Lieperfarm bei 360 Euro, meine ich, in der Zöchlinger Ausführung. Wenn ihr ihn in der Zöchlinger Ausführung eben haben wollt, den 69 Demolition, da müsst ihr schon mit über 500 Euro rechnen, ne? Weil dieses Modell ist halt schweineteuer geworden. Vom 69 Demolition habe ich noch zwei sehr teure Modelle auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar einmal den Giraffenhals. Viele kennen dieses Modell. Liegt bei knapp 1000 Euro inzwischen und dann noch von Effange. Das war ein limitiertes Modell. Wie gesagt, das soll es gewesen sein jetzt. Ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, ein Abo. Ne? Ist ja kostenlos, kostet euch nichts. Und nein, bei mir wird es niemals, auch wenn ich über 1000 Abonnenten habe, und das sage ich ganz ehrlich, wenn ich über 1000 Abonnenten habe, ein Mitglieds, also so dieses Mitgliedsding, das wird es bei mir niemals geben, Freunde. Ich möchte niemanden bevorzugen. Ne? Also das gibt es bei mir nicht, euch Geld aus der Tasche für sowas zu ziehen. Möchte ich nicht. Ne? Ihr wisst es, wie ich darüber denke. Ne? Und ich wünsche euch noch was Schönes. Wie gesagt, im Anschluss kommen Detailbilder. Macht es gut. Bis dahin und salut.